Mal sind es kleine Läden, mal ganze Einkaufszentren. In Nürnberg gibt es viel Leerstand. Zwar ist die Zahl im Vergleich zum Vorjahr gesunken, trotzdem bleiben noch einige rote Flecken auf der Karte. Für den Wirtschaftsreferent noch kein Grund zur Sorge. Also wir haben derzeit in der Innenstadt eine Leerstandsquote von knapp 6%. In absoluten Zahlen sind das knapp 100 Leerstände. Und wir schauen uns ja den Vergleich zu anderen deutschen Großstädten an. Und da ist diese Quote eher im unteren Bereich, also unterdurchschnittlich. Das heißt, wir haben weniger Leerstände als andere Großstädte. Trotzdem soll sich etwas ändern. Die Innenstadt müsse attraktiver für Unternehmer und Investoren werden. Obwohl die Stadt selbst kein Problem bei den Leerständen sieht, den Menschen in Nürnberg fallen die geräumten Läden zunehmend auf. Versteht man nicht, ne? Dass die alle immer leer sind. Man weiß, wahrscheinlich ist auch die Miete zu hoch. Also ich bin frustriert von dem Galerie, was ich jetzt gerade vorne gesehen habe. Vor allen Dingen auch besiedeln sich natürlich Menschen an, die wissen, dass da keiner mehr sie wegscheucht. Ich finde es bloß schade, dass man sie nicht irgendwie attraktiv macht zum Anschauen. Oder durch neue Nutzung, beispielsweise mit Pop-up-Stores. Erst letzte Woche hat in der Hans-Sachs-Gasse ein solcher sein Besitzer samt Sortiment gewechselt. Statt langer Miete gibt es hier immer wieder neue Geschäftsmodelle oder Ausstellungen. Ein Konzept, das auch bei der Stadt ankommt und die Immobilienbesitzer in die Pflicht nimmt. Kurzfristige und kreative Ideen gegen längeren Leerstand. Nehmt doch mal so einen Pop-up-Store rein, vielleicht auch neue Unternehmen, auch junge Leute, Start-up-Unternehmen, lasst die doch mal ausprobieren und dann können die ja sehen und vielleicht werden daraus auch dauerhafte Mieter. Und das andere ist auch mal so ein Pop-up-Store ist, das Geschäft wird bespielt, weil schlimm ist doch, wenn so eine Lage dann länger leer steht und das Schaufenster mit Packpapier verklebt ist. Der fliegende Wechsel kommt bei vielen gut an und ermöglicht Flexibilität. Für die Innenstadt der Zukunft braucht es aber ein Gesamtkonzept. Dabei ist wichtig, dass es nicht nur um Einzelhandel, ums Einkaufen geht, sondern dass wir auch Möglichkeiten zum Flanieren haben, Platz für Gastronomie haben, Cafés haben, dass auch der öffentliche Raum eine Aufenthaltsqualität hat, dass man einfach gerne in der Innenstadt ist, dass wir auch mehr für Grün tun, damit man einfach auch mal im Schatten sitzen kann und nicht nur in der prallen Sonne sitzt. An diesem Mix arbeitet die Stadt aktuell noch. Eine ideale Dauerlösung gegen den Leerstand ist bis jetzt in Nürnberg aber noch nicht gefunden.